und herzlich willkommen bei Wuselgusel. Die beste Sendung der Welt. Jetzt noch mehr Wissen mit noch mehr Spaß, noch mehr Explosionen, noch mehr Wissenschaft und noch blauer. Das war Werbung und genau darum geht's heute bei uns. Es gibt sie im Fernsehen, im Internet, an Bussen oder sogar an Wolkenkratzern. So wie hier am Times Square in New York. Die größte Werbefläche ist da 8 Stockwerke hoch und 1 Fußballfeld lang. Ich will auch eine Werbekampagne starten für meine neueste Erfindung. Und zwar das Beste, das ich jemals erfunden habe. Wulexa, die von mir erfundene digitale Assistentin. Ja, aber die kenne ich ja schon. Die hast du doch Simon zu Weihnachten geschenkt. Richtig, aber das war nur ein Prototyp, beziehungsweise eine Prototypin. Die hat mir so gut gefallen, dass ich sie noch weiter verbessert habe. Ah, läuft auf der auch deine innovative, denkaktive Schlauheitssoftware zur intelligenten Heimsteuerung? Ja, um genau zu sein, meine innovative, denkaktive Schlauheitssoftware zur intelligenten Heimsteuerung 2.0. Pass auf. Wulexa, sag Maria Hallo. Nein, keinen Bock. Also, sag mal, Wusel, ist die immer so unfreundlich? Wulexa ist hochintelligent. Sie wird schon wissen, warum sie nicht will. Und sie steuert jetzt auch die Technik des gesamten Studios. Pass auf. Wulexa, spiele Musik. Oh, mein Lieblingslied. Auf Plakatwänden, in Zeitschriften, auf Webseiten, in Apps oder im Fernsehen. Überall gibt es Werbung. Sie soll uns auf etwas aufmerksam machen. Das kann ein neues Produkt sein, das es zu kaufen gibt, oder auch eine Aktion, von der wir unbedingt erfahren sollen. Wer für etwas wirbt, versucht, sein neues Produkt oder seine neue Dienstleistung besonders gut zu zeigen. Nehmen wir als Beispiel Schokolade. Natürlich gibt es schon Unmengen an Schokoladentafeln, Pralinen oder Riegeln zu kaufen. Wenn also jemand eine neue Schokolade anbietet, dann muss diese auffallen. Vielleicht soll es eine Wuselschokolade sein, mit hellblauen Knusperstückchen und in W-Form. Packt der Hersteller sie jetzt einfach so in den Supermarkt, dann bemerkt ihr sie zwischen den vielen Schokoladentafeln vielleicht gar nicht. Aber seht ihr in der ganzen Stadt Plakate oder Bannerwerbung im Internet, hört Spots im Radio oder seht sie im Fernsehen, dann wisst ihr sofort, oh, es gibt eine neue Wuselschokolade, die probiere ich mal. Die Werbung hat bei euch funktioniert und nur um ganz sicher zu gehen, es gibt keine neue Wuselschokolade und dies ist keine Werbung. Das war wieder besonders lustig, aber jetzt möchte ich endlich mal wieder eine eurer Fragen beantworten. Milan fragt, Wusel, wann stehst du morgens auf? Gute Frage. Das ist bei mir etwas kompliziert. Mein erster Wecker explodiert morgens um 7, aber meistens schlafe ich dann nochmal ein. Und dann explodiert mein zweiter Wecker um 7:30. Und um 8:30 explodiert zur Sicherheit mein Kopfkissen. Und wenn ich dann ganz müde bin und doch nochmal einschlafe, explodiert um 9:00 mein Bett. Oh, da fällt mir ein, ich muss für heute Abend ja noch ein neues Bett kaufen. Ihr könnt euch ja in der Zwischenzeit noch ein Video ansehen. Das hier sind 2 meiner Lieblingsvideos. Viel Spaß.